Moin moin meine lieben Edelmetallfreunde und willkommen zurück hier bei mir auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Edelmetalle, liebe Freunde. Ja, wo fange ich am besten heute denn an zu erzählen? Ihr habt es ja mitbekommen, beziehungsweise viele haben es mitbekommen und diejenigen, die sich schon länger mit dem Thema Edelmetalle beschäftigen und dementsprechend auch ein schönes Portfolio haben, werden sich darüber freuen können. Was den Goldpreis in Euro betrifft, liebe Freunde, also das ist zurzeit, wie ich finde, schon extrem mächtig. Bei 1486,20 Euro. Euro! Ja, pro Feinunze Gold. Also das ist schon echt harter Tobak. Dementsprechend ist die 600 US-Dollar-Marke in Dollar derzeit ja, durchbrochen. Momentan bei 1604,06 ja, US-Dollar pro Feinunze Gold. Der höchste Peak war am 19. Februar gegen 11 Uhr bei 609,99 US-Dollar pro Feinunze Gold. Liebe Freunde, ja, also das ist schon echt richtig mächtiger Tobak. Also vor allen Dingen im Euro-Bereich bei 1486,32 Euro pro Feinunze Gold. Also das ist schon echt wahnsinns krass. Wenn man das mal auf einen 20-Jahres-Chart, in betrachtet, liebe Freunde, dann ist das die gesamt betrachtet von den letzten 20 Jahren der höchste Stand, den es jemals gegeben hat, gerade in Euro. Oder man könnte sagen, seit der Einführung des Euros gab es niemals in der Geschichte des Goldpreises so einen hohen Goldpreis wie derzeit. Liebe Freunde, gerne kommentieren, was ihr davon haltet. Warum und wieso ist klar an dieser Stelle. Ich werde aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es nämlich leider auch, ja, ich muss ehrlich sein, nicht so gerne auf YouTube gesehen ist, das Thema Coronavirus. Nichtsdestotrotz ist es nun mal auch dem Coronavirus geschuldet. Warum und wieso? Coronavirus sei jetzt mal dahingestellt. Geht es vielmehr darum, dass der Umstand, was die Märkte betrifft, was gerade diesen Markt in China betrifft, ja, den Goldpreis halt eben keine Chance gibt, in irgendeiner Form abzuwerten oder korrigiert zu werden. Das ist zurzeit nicht unbedingt einfach oder möglich, weshalb er halt dann einfach weiter performt, liebe Freunde. Ist schade für diejenigen, die gerne in Gold sozusagen nachinvestieren wollen. Ich muss sagen, zurzeit bei, ich glaube, ein bisschen mehr wie 51 Euro pro Gramm, das ist schon mächtig viel Geld. Also von Vreneli, glaube ich, so um die 290 oder 294 Euro. Bin mir nicht gar nicht sicher jetzt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Zum Vergleich, ja, also ich habe vor ein oder zwei Jahren, also im Jahre 2018, glaube ich, war es, 18, für ein Vreneli 195 Euro gezahlt. 204 Euro pro Vreneli, ja. Jetzt zahlt man schon 290 pro Vreneli. Also man sieht daran, die Preissteigerung, die zurzeit extrem kräftig ist. Im Jahre 2018 war der tiefste Stand bei 1027 Euro pro Feinunze Gold. Das ist ein Unterschied vom Jahr, vom August 2018 bis jetzt von über 450 Euro Unterschied. Ja, also das ist mächtig, mächtig, was das Gold bisher jetzt sozusagen ja performt hat. Liebe Freunde, ja, man darf sich da aber auch nicht der falschen Hoffnung hingeben zu meinen, das ist jetzt rein nur, weil das Gold so ewig geil ist, ja, sondern man muss das natürlich auch sehr nüchtern betrachten und das gegenüberstellen, was gerade den Euro-Dollar-Kurs betrifft. Denn wenn man das sich das so anschaut, passt es halt leider Gottes, muss man sagen, wie die Faust aufs Auge, ja, weil im Jahre 2018 zum Beispiel gegen am 9. März, nur so als Beispiel, oder noch besser am 2. Februar, nehmen wir das Beispiel, das ist vielleicht besser, war der Euro zum US-Dollar bei 1,25, also 1,25 Euro hättet ihr hinlegen müssen für einen Dollar, beziehungsweise für umgekehrt, für
1,25 Dollar so rum, ich habe es jetzt verkehrt erzählt, für einen Euro hättet ihr damals 1,25 Dollar bekommen in US-Dollar. So rum, jetzt ist es korrekt. Und derzeit ist es mächtig gesunken, ja, also gerade zur Zeit wertet der Euro in Dollar extrem ab, weshalb er fast 1:1 1 Euro 1 Dollar steht. Also genau genommen bekommt man für einen Euro 1 Dollar und 0,8 ja, Cent, US-Cent sozusagen. Also man hat hier schon eine vom 2018 bis 2020 jetzt aktuell über 25, ja nicht, also über 24, um genau zu sein, Cent in US-Dollar zum Euro verloren, liebe Freunde. Das ist natürlich auch ein großes Beispiel dafür, was Inflation ist, ja, also wie diese Geldmengenausweitung, gerade was den Euro betrifft, immer weiter und exorbitant in die, an die Spitze des Berges getrieben wird, meiner Meinung nach, ja, ist es gerade, pardon, meine Stimme versagt ein wenig, ja, meiner Meinung nach leider Gottes noch nicht die Spitze des Eisbergs. Man muss ehrlicherweise sagen, dass die Eurozone oder Europa, gerade was dieses Thema betrifft, es leider Gottes auch an Innovation fehlt. Ja, also man könnte da ein sehr cooles oder leichtes Beispiel anbringen, indem man sich ja die Ideen und Vorstellungen der EU vergegenwärtigt, die zum Beispiel aussagt, dass es sozusagen was Handys betrifft, ja, also diese Stromstecker für die Handys zum Einstecken, alle unbedingt vereinheitlicht werden sollen, ja. In meinen Augen geht das schon sehr stark in Richtung Planwirtschaft. Und gerade wenn etwas Richtung Planwirtschaft geht, zerstört es nun mal eben leider Gottes die Marktwirtschaft, weil es dann nämlich keinen Grund mehr gibt, zwischen Firmen Marktwirtschaft zu betreiben. Für diejenigen, die jetzt nicht verstehen, was ich damit meine, möchte ich ein kurzes Beispiel dazu anbringen. Wenn also normalerweise regelt das bessere Produkt am Markt, den Markt selbst sozusagen. Man kann sich das so vorstellen, wenn ein Handy innovativ ist, ja, und genial ist, so wie es zum Beispiel mit Apple-Geräten beispielsweise ist, ja, dann muss natürlich eine andere Firma, wie zum Beispiel Huawei, ja, Ideen entwickeln, um dieses Handy besser an den Mann zu bringen, weil es vielleicht bessere Features hat, ja. Und das ist das Gleiche auch mit diesen sogenannten Vereinheitlichung von Stromsteckern, gerade im Handybereich. Wenn natürlich jede Firma gezwungen ist, das gleiche Gerät, also ein Steckergerät zu benutzen, dann gibt es auch keinen Zwang mehr für die Firmen untereinander Marktwirtschaft zu betreiben, innovativ zu sein, um ein besseres Produkt auf den Markt zu bringen, wie vielleicht eine andere Firma hat. Ja, und das ist das Problem in Europa. Dadurch wird Innovation zerstört, dadurch wird Marktwirtschaft zerstört und das ist in meinen Augen der erste Schritt Richtung Planwirtschaft. Ja, das wiederum schwächt auch die ganze Konjunktur, was die Eurozone betrifft, ist auch klar. Wiederum, das ist der Grund, um das ein bisschen auf die Spitze zu treiben, dass die EZB, in Klammern Europäische Zentralbank, ihrerseits wieder gezwungen ist, die ausfallende Konjunktur der Marktwirtschaft sozusagen auszugleichen, eben indem sie mehr Euros und billigere Kredite auf den Markt bringt, ja, also mehr reinpumpt in den Markt. Wiederum, das dann dazu führt, dass der Euro für sich genommen immer mehr und mehr an Wertstabilität bzw. an Wert und Stabilität verliert. Das Vertrauen in den Euro, und das kann man sich, wenn man unter Google Euro-Dollar-Kurs eingibt, sehr leicht vergegenwärtigen für alle, die es interessiert, immer mehr Vertrauen verliert und dadurch immer mehr und mehr an Bedeutung verliert, liebe Freunde. Ist ein sehr gefährliches Szenario, wenn es so kommen sollte, weil das nämlich natürlich dann auch eine kommende Rezession oder eine stärkere Rezession in verschiedenen Ländern, gerade in Deutschland zum Beispiel, immer mehr und mehr verstärkt.
Und ja, das Ganze dann schon so langsam Richtung Finanzkrise und Wirtschaftskrise beginnen zum Beispiel in Europa eine weltweite Finanzkrise auslösen kann. Man muss da schon realistisch bleiben und ehrlich bleiben. Der Euro hat so einen niedrigen Stand wie derzeit in der Geschichte des Euros noch nie gehabt. Also die letzten 20 Jahre. Oder okay, ich muss ehrlich sein, stimmt so nicht. Ich muss meine Aussage korrigieren. Am 18. November 2016 war er tatsächlich sogar bei dem gleichen Stand bei 1,06 US-Dollar. Im Vergleich hat es schon mal gegeben, hat dann eine Hochkonjunktur gehabt, wie eben am März zum Beispiel 2018, und seitdem verliert der Euro wieder sehr viel an Wertstabilität. Sehr, sehr gefährlich, sieht man auch aktuell im Europreis, ja, also wenn man das gegenüberstellt, der Dollarpreis in Euro performt derzeit sehr, sehr mächtig. Ich sag's nochmal, die letzten 20 Jahre gab es, und das will was heißen, liebe Freunde, gab es noch nie so einen hohen Goldpreis in Euro pro Feinunze Gold wie momentan. Gerne kommentieren. Hat natürlich, und das sage ich jetzt ganz bewusst so, sehr viel mit der momentanen Weltkonjunktur zu tun, die momentan eben auch, was China betrifft, ja, stagniert, ist leider Gottes dem Coronavirus geschuldet. Ich möchte, wie vorher schon erwähnt, nicht zu sehr ins Detail gehen. Da gibt es aber auch dazu sehr viele andere Videos von Leuten, die sozusagen das ganze Thema laufend berichten und somit die Menschen auf den Laufenden halten, liebe Freunde. Was ich davon halte, ich halte davon nicht allzu viele, sage ich ganz ehrlich, ich finde das immer scheiße, egal ob das Coronavirus ist oder sonst irgendwelche Geschichten. Ich fand das auch nicht gut mit dem, mit dem Iran, Irak und US-Konflikt. Es gibt also viele Brandherde, wenn man so will. Und klar, sieht man aktuell auch an dem Goldpreis. Und ich möchte auch diesen Beweis noch einmal antreten lassen. Ja, ist mir schon sehr wichtig, um nochmal die Aussage zu bringen, wie Gold sich in einer Krise zum Beispiel verhält. Ja, und es ist meiner Meinung nach unwiderlegbar oder man könnte sagen, auch schwer abzustreiten, dass der Coronavirus seinerseits zum Beispiel für eine Krise in China sorgt. China ist nun mal auch für sich, was Weltwirtschaft betrifft, mitunter eines der stärksten Länder, was Export und Import betrifft zum Beispiel. Und wenn dann zum Beispiel BMW und verschiedene andere Firmen die Produktionen in China nicht mehr aufnehmen, ist es klar, dass hier von dort aus auch keine Waren exportiert werden. Das geht dann so weit, dass zum Beispiel verschiedene Zulieferer, die zum Beispiel Apple beliefern oder auch Intel beliefern, ja, Intel ist ja auch so ein brandheißes Thema, wo man noch 3 Stunden drüber diskutieren könnte, dann eben auch zu Produktionsengpässen führen kann. Also ihr seht schon, das hat einen sehr, sehr langen Rattenschwanz, der sich da hinterher ziehen kann. Und ja, das kann der kleine Tropfen sein, der das Ganze fast zum Überlaufen bringt. Gerne kommentieren, wie ihr das seht. Ich möchte natürlich jetzt auch an dieser Stelle nicht sagen, um Gottes Willen, na, es ist, die Welt explodiert gleich die nächsten paar Tage, sehe ich jetzt Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, noch etwas entspannt. Nichtsdestotrotz, derzeit, die letzten 20 Jahre gab es noch nie so einen hohen Goldpreis in Euro wie momentan. Und das ist schon mächtiger Tobak, liebe Freunde. Ja, also das ist schon so eine Sache, wo ich mir denke, ohoho, was kommt da auf uns zu? Gerne kommentieren, wie ihr das seht. Nichtsdestotrotz, weil ich gefragt wurde, würdest du dann trotzdem Gold kaufen? Ja, ich kann ja immer nur für mich sprechen, wie ich das mache. Und ich muss euch sagen, ja, ich habe auch vor kurzem wieder Gold gekauft. Da werde ich dann, sofern das Paket am Freitag kommt, noch ein Unboxing-Video mit euch machen. Ich habe da ein paar schöne Sachen bestellt, die ich einfach auch mal gerne zeigen möchte, damit ihr mal seht, wie ich eigentlich so einkaufe zum Beispiel, ja, damit ihr auch mal eine Vorstellung bekommt, wie man sowas vonstatten gehen, und vor allen Dingen, ja, von welchen Firmen ich mich zum Beispiel so beliefern lasse. Nicht, dass so, ja, wie gesagt,
Der Goldpreis in Euro. Mächtiger Tobak, liebe Freunde. Und weil ich gefragt wurde, ob ich Gold kaufen werde oder würde oder auch Silber kaufen werde oder würde, muss ich ganz klar bejahen. Natürlich kann es sein, dass die Korrektur, die eigentlich hätte kommen müssen oder kommen sollte, ja, also wenn man sich verschiedene Daten anschaut, dass der Goldpreis dann natürlich auch wieder mächtig abwertet, ganz klar, ja, also das kann passieren. Sofern sich das mit dem Virus und mit verschiedenen anderen wirtschaftlichen Erdenanspannungen wieder entspannt, dann könnte das durchaus so sein, dass der Goldpreis auch wieder outperformt sozusagen und man dann zu teuer einkauft. Klar kann das sein, ja. Aber wie gesagt, ist das für mich ein Greifen nach der nach diesem einen Haar in der Suppe, ja, also ich weiß, es mag vielleicht für den einen oder anderen komisch klingen, aber bei mir geht es nicht zu sehr, natürlich, wenn jetzt der Goldpreis bei 5000 Euro pro Feinunze Gold stehen würde, dann wäre das für mich auch krass, gar keine Frage, ja, aber wenn er sich in Anführungsstrichen, so wie es jetzt momentan ist, noch so moderat in einigermaßen im Rahmen bewegt, kaufe ich definitiv Gold, denn das muss ja nicht für immer so bleiben, ja, also es kann ja durchaus sein und dieses Szenario ist auch nicht unrealistisch, auch wenn sich das viele vielleicht nicht so vorstellen können, dass es immer weiter und weiter und weiter geht, ja, also ganz klar, wie gesagt, 1605 US-Dollar pro Feinunze Gold ist mächtiger Tobak, das gab es zuletzt, liebe Freunde, also der höchste Stand im Goldpreis jemals in der Geschichte des US-Dollars, die letzten 20 Jahre gerechnet, war im Jahre 2011 bei 1837,68 US-Dollar, ja. Das zweite Mal war dann der höchste Stand bei 1774 US-Dollar pro, 0,74 US-Dollar pro Feinunze Gold, ja. Und jetzt aktuell bei 1605, diesen gleichen Stand gab es zuletzt genau genommen im Jahre 2011 bei 1612 US-Dollar pro Feinunze Gold. Mächtig, mächtig. Also ihr seht schon, wir bewegen uns schon in so ein Szenario, wo Gold extrem teuer ist. Aber letzten Endes muss das jeder für sich entscheiden, ja, ob er Gold kaufen möchte oder Silber kaufen möchte oder halt nicht. Solange ich die Möglichkeit dazu habe, werde ich das machen, bin ich ehrlich, weil, ja, Gold ist nun mal Geld, ja, also das, zu dieser Aussage stehe ich nach wie vor. Das soll es gewesen sein, das nächste Video kommt morgen, das ist dann ein etwas anderes Video, ein sogenanntes Lifestyle-Video, also für diejenigen, die sich jetzt nicht so unbedingt für Lifestyle interessieren, brauchen da nicht einschalten, aber ihr wisst es ja, oben in meinem Layer steht ja auch Lifestyle. Insofern möchte ich auch diesbezüglich mal so langsam ein paar Videos bringen und am Freitag dann eben noch ein weiteres Thema, da werden wir uns dann nochmal den Goldpreis anschauen und eben ein bisschen nebenbei das Unboxing machen und ein bisschen auspacken, ja, Auspackvideo, wenn man so will, und liebe Freunde, ihr dürft euch freuen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann wie immer einen großen, fetten Daumen in nördlicher Richtung da lassen und kommentieren. Wie seht ihr den kommenden Goldpreis in Euro sowie in US-Dollar. Was ist eure Meinung zu diesem ganzen Thema? Würde mich brennend interessieren. Ihr seid also herzlich eingeladen, hier zu diskutieren. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch einen schönen Mittwochabend, liebe Freunde. Bis dahin, wir sehen uns.